Bei einem österreichweiten Volksbegehren hat Dreiskirchen am erfolgreichsten abgeschnitten. Die Details erklärt der Vorsitzende der SPÖ Dreiskirchen, Stadtrat Andreas Babler. Welches Volksbegehren war das? Ja, es war das Volksbegehren für Steuergerechtigkeit jetzt. Mit dem Betreiberkomitee, das ein unabhängiges Betreiberkomitee war. Wir als SPÖ in Dreiskirchen haben dieses Volksbegehren unterstützt, weil es grundsätzliche Forderungen, die auch die Sozialdemokratie seit Jahrzehnten eigentlich innehat, fordert. Und deswegen war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dieses Volksbegehren auch mobilisierend zu unterstützen. Welche Themen ging es da? Was wurde gefordert? Ja, die vier Hauptpunkte und Kernforderungen waren Vermögen zu besteuern, um damit Armut zu bekämpfen, die Kaufkraft zu stärken und den Faktor Arbeit zu entlasten. Also ganz wesentliche, elementare Grundvoraussetzungen für ein Stück mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und was mich besonders freut, es hat ja seitens unserer Bundes-SPÖ keine Unterstützung für das Volksbegehren gegeben. Wir haben in Dreiskirchen einen anderen Weg gewählt, weil es auch uns um politische Glaubwürdigkeit und politische Geradlinigkeit in diesem Bereich geht. Und dieses Thema sehr ein zentrales ist, weil in Österreich auch 1 Million Menschen fast armutsgefährdet sind und dass 10% der Menschen hier mehr besitzen als 90% der restlichen Bevölkerung. Und diese Ungleichheit, dieses Ungleichgewicht, das muss beseitigt werden. Ja, was uns besonders stolz macht, ist, dass wir sehr viele Unterstützungen hier gehabt haben. Von den ganzen 2350 oder 51 Gemeinden in Österreich haben wir den ersten Platz sozusagen hier erreicht und sind sozusagen auch unserem Ruf als die Stadt gegen soziale Ungerechtigkeit und für mehr Steuergerechtigkeit nachgekommen. Und statistisch gesehen hätten eigentlich 15 Unterstützungserklärungen von ganz Dreiskirchen gereicht, um diese geforderten 8.000 zur Einleitung zu erreichen. Wir haben allerdings mehr als das Zehnfache an Unterschriften gesammelt. Die Dreiskirchnerinnen waren hier. Es ist einfach ein Anliegen und wir sind sehr stolz darauf, auch auf die Menschen, die das unterschrieben haben. Und jetzt geht es darum, auch tatkräftig diese Anliegen umzusetzen, nicht nur in Wahlkämpfen, und das war auch unsere Ambition, das auch zwischen den Wahlkämpfen, sondern permanent als einer der Grundsätze unserer Politik darzulegen und auch zu praktizieren. Gibt es jetzt schon Vorstellungen, wo man konkret hier in Dreiskirchen ansetzen will? Ja, Dreiskirchen an sich als Stadtpartei macht diesen Weg ja dort, wo es kommunal möglich ist. Wir versuchen hier umzuverteilen, dort wo es der Gesetzpartner Spielräume für kommunale Politik zulässt. Das heißt, wir unterstützen im sozialen Bereich sehr stark unsere Mindestpensionistinnen, Leute, die nicht aus ihrer eigenen Schuld in Not und in eine schlechte Lage geraten sind. Wir haben Heizkostenzuschüsse für Mindestpensionistinnen, wir haben jetzt eine neue Sozialmarktbeteiligung lukriert. Wir versuchen auch eine Form von Stipendienunterstützungen, von Präsenzdienst und von allen Menschen, die sozial eigentlich etwas benachteiligt sind, und versuchen sozusagen hier ein bisschen die Schere kleiner zu machen. Allerdings die große Politik, die großen Ungerechtigkeiten passieren in der Steuerpolitik, indem dass man Vermögen und Besitz, das nicht durch Arbeit und Leistung, wie uns die Leistungsträger ja immer vormachen, entsteht, sondern nur durch Spekulation und durch sozusagen Geld arbeiten zu lassen. Und hier muss mehr Gerechtigkeit her und da werden wir keinen Punkt zurückweichen.